In diesem Video geht es über Parasiten und wie sie uns als Menschen ja eine große Plage sind und wie sie uns beeinflussen und wie sie unser, vor allen Dingen unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Und insgesamt kann ich sagen, dass die unterschätzt werden, weil sie halt in der Lage sind, sich zu verbergen. Und wie das alles zusammenhängt, darüber soll es hier gehen. Es ist so, dass das, was ich hier sagen werde, entspricht mal wieder nicht dem Forschungsstand und dem allgemeinen Wissen in Medizin und Biologie. Also betrachtet es als reine Information, und aber in dem Moment, wo man sozusagen den Feind kennt, kann man ihn auch bekämpfen. Und deswegen ist es wichtig, dass man diese Zusammenhänge kennt, finde ich jedenfalls. Und letzten Endes geht es halt darum, dass die Parasiten, oder sagen wir mal so, es gibt sehr viele Parasiten, die stellen Neurotoxine her oder manipulieren halt Zellen des Körpers so, dass die Neurotoxine herstellen. Und die sorgen für allerlei Unordnung, sowohl im Kopf als auch im Darm, weil der Darm hat nämlich auch ein eigenes Gehirn. Und dieses Darmgehirn, so werde ich das jetzt nennen hier im Video, das ist das sogenannte enterische System. Das ist auch sehr empfänglich für Neurotoxine, für Neurotransmitter. Und im Darm gibt es halt sehr viele Rezeptoren, die das Essen abtasten, also Sensoren, die dann dem Darmgehirn melden, wie, also erstmal, welche Nährstoffe da enthalten sind im Nahrungsbrei und vor allen Dingen, wie weit die Verdauung halt fortgeschritten ist. Das heißt, da gibt es sehr viele Möglichkeiten für Beeinflussung, gerade weil es da so viele Sensoren, also Rezeptoren gibt. Und genau auf die haben es halt eben die Parasiten abgesehen. Ich werde da gleich genau drauf eingehen. Und zwar, es ist halt so, dass die zum Beispiel in der Lage sind, uns Gefühle zu vermitteln über diese Neurotransmitter, die sie auf die Sensoren ausrichten, dass wir Hunger empfinden oder keine Sättigung und dadurch eben zu viel essen. Und das ist natürlich günstig für die, weil die leben ja hauptsächlich von dem, was nicht verdaut wird, also das, was übrig bleibt. Und das ist dann zum Beispiel auch ein Grund dafür, wenn Leute zu viel essen, also diese Fresslust, oder auch Leute, die zu viel essen und deswegen zunehmen und es auch nicht schaffen abzunehmen, die haben damit zu tun, dass es Parasiten gibt, die ihr Hungergefühl und ihr Sättigungsgefühl beeinflussen, indem sie halt eben die Rezeptoren manipulieren. Dann gibt es Parasiten, die betäuben gewisse Rezeptoren so, dass die Darmbewegungen einschlafen, also geringer werden. Und auch das führt dazu, dass der Nahrungsbrei langsamer transportiert wird. Die Verdauung wird schlechter und es bleibt mehr übrig für die Parasiten zum Beispiel. Dann gibt es welche, die haben sich darauf spezialisiert, die Magensäure zu reduzieren, sodass die dann nicht mehr so kräftig ist, und dass zum Beispiel, es gibt Würmer, deren Eier überleben halt nur, wenn die Magensäure einen gewissen Wert überschreitet, und dieser Wurm hat sich darauf spezialisiert, die Magensäure zu reduzieren, dass dadurch natürlich auch die Verdauung leidet und andere Bakterien nicht mehr abgetötet werden und dann wiederum auch dafür sorgen, dass die Darmflora in Unordnung kommt. Also es kommt immer eins zum anderen, und wenn man einen Parasit hat, dann dauert es nicht lang, kommt der nächste. Dann ist es halt auch so, dass gerade die Bakterien und eine Darmflora, die eben sich verändert dadurch, dass zu viel Nahrung übrig bleibt, dadurch also, dass die Verdauung schlechter wird, die wird natürlich dann auch zum Nahrungskonkurrenten. Das heißt, die brauchen halt auch und benutzen Nährstoffe aus dem, was eigentlich für den Körper gedacht ist, klauen zum Teil Nährstoffe, und nach meiner Auffassung ist zum Beispiel B12-Mangel darauf zurückzuführen, dass man eben Parasiten hat im Darm. Auch dieser durchlässige Darm, im Englischen leaky gut, diese Bezeichnung wird anscheinend häufiger benutzt, wo es dann halt Stellen gibt im Darm, die nicht geschützt sind durch eine Darmflora,
beziehungsweise durch die Schleimhaut. Und die sind dann eben auch ein Eintrittsort für alle möglichen Parasiten. Und ja, und dadurch kommt es halt eben zu vielen, zum Beispiel zu Entzündungen im Darm, zu Krankheiten, insbesondere zu chronischen Krankheiten auch, weil der Darm eben anfällig ist, weil die Darmflora ihn nicht genügend schützen kann, weil eben halt Bakterien da sind, die da nicht hingehören. Hat natürlich auch viel damit zu tun, welche Art von Nahrung man zu sich nimmt, weil die Nahrung ja bestimmt letzten Endes, wer sich dort ansiedelt. Jetzt noch so ein paar Wirkungen. Wenn im Darm die normale Darmflora sich nicht ansiedeln kann, sondern eben in ihrer natürlichen Funktion gestört wird, dann ist halt der Schutz weg. Dadurch können sich noch mehr Parasiten ansiedeln. Es kommt zum Beispielsweise zu Verstopfungen, wenn halt die Peristaltik eben nicht mehr funktioniert. Und die ganzen Krankheiten, die wir kennen, der inneren Organe, auch Diabetes Typ 2, sind verursacht letzten Endes durch Parasiten, und diese können dann natürlich auch geheilt werden, wenn die Parasiten dann eben weg sind. Dann jede Menge funktionelle Störungen, die wir haben, die entstehen dadurch, dass die Gleichgewichte im Körper gestört werden durch die Parasiten, weil die ja manipulieren. Und gestörte Gleichgewichte führen dann dazu, dass die Organe, also ja, deren Funktionen sich verschieben, und dann kommt es zu diesen sogenannten funktionellen Störungen. Das heißt, Ärzte stellen fest, der Mensch ist eigentlich gesund, die finden nichts, aber der Mensch fühlt sich halt nicht wohl, weil eben Gleichgewichte gestört sind. Und ja, zu einem möchte ich noch was sagen, das ist der Candida, das ist ein Pilz. Da habe ich zum Beispiel mal eine Frau erlebt, die hatte dann auch noch zusätzlich diese Enzymschwäche, die nicht in der Lage ist, Alkohol, also schon, aber viel langsamer als der normale, übliche Europäer, Alkohol abzubauen. Und dieser Candida, die hatte so viel, der produziert halt Alkohol als eins seiner Stoffwechselprodukte. Und die habe ich irgendwann mal morgens erlebt, die war total beschwipst sozusagen. Also die hat eine Fahne gehabt, und dann habe ich sie gefragt. Ich wusste eigentlich, dass die nichts trinken. Da habe ich sie gefragt, ja, so ganz vorsichtig, sie würde ja so ein bisschen nach Alkohol riechen. Da hat sie gesagt, tja, ja, sie hätte Candida und sie hätte am Abend zuvor etwas zu viel Süßes gegessen. Und der hat dann so viel Alkohol produziert, dass die davon besoffen war. Das muss man sich mal vorstellen. Also was heißt besoffen? Angeheitert halt, so, dass sie eben eine Fahne hatte. Das war, fand ich ungewöhnlich. Also so weit kann das gehen, ne? Und sie hat mir halt erzählt, dass sie manchmal Fressattacken hat. Da hat sie abends vorm Schlafengehen im Prinzip, hat sie 2 Tafeln Schokolade gegessen. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Frau, die war total schlank. Die hatte ja, würde man heute sagen, super tolle Figur, ne? Also so kann es gehen. Und deswegen halt, wo ich schon bei diesem Thema bin, es sagen ja viele, man soll essen nach Appetit oder was einem schmeckt. Und das kann total der Fehler sein, nämlich dann, wenn man von den Parasiten eben beeinflusst wird. Weil eigentlich, und das merkt man dann halt, wenn man länger fastet, der Körper hat im Prinzip gar nicht richtig Hunger. Und auch dieser Hunger, der so stark ist, das Hungergefühl, das so stark ist, dass man im Prinzip bei irgendeiner Arbeit, die man macht, sozusagen gestört wird. So ein Gefühl, das kommt niemals vom Körper. Also diese Art Hunger kann nicht vom Körper kommen. Ich habe ja auch schon Videos gedreht, wo ich gesagt habe, dass man alle Nährstoffe und auch was die Leber speichert an Zucker, also an Energie, das reicht locker 12 bis 24 Stunden, und mit Vitaminen und so weiter, das reicht ja noch wochenlang. Das heißt, ein Hunger, was sozusagen signalisiert, dass man sofort was essen muss, ja, und dass es total wichtig ist, das kommt auf keinen Fall vom Körper. Unmöglich. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass man Hunger hat auf irgendwas, was man unbedingt braucht, weil dieses unbedingt, das gibt es nicht. Und aus demselben Grund ist es auch so, dass es
vielen so schwerfällt, erstens mal überhaupt schwerfällt abzunehmen und vor allen Dingen dann auch das Gewicht zu halten. Also dieser Jojo-Effekt, das sind dann die Parasiten, die einen dann belästigen. Das heißt, man ist in der Lage, mal, was weiß ich, 3, 4 Wochen lang sich zu beherrschen. Na, und dann nimmt man halt ab in dieser Zeit und verändert vielleicht auch die Ernährung so. Und danach hat man sich ja schon vorgenommen, okay, danach freut man sich schon wieder dies oder das oder jenes essen zu können. Das macht man dann auch, ja. Und dann, was passiert dann? Dann wird man wieder gepiesackt von den Parasiten, die einen dann wieder beeinflussen, weil man dann eben nicht mehr so konsequent ist, man sich eben dann nicht mehr beherrscht, die Selbstdisziplin eben runtergeht und das ist dann halt der Jojo-Effekt. Also daran liegt, das heißt aber auch, in dem Moment, wo man halt die Parasiten beseitigt hat, ist es auch kein Problem dann, der Chef zu sein über Hunger und Durst und dann entsprechend abzunehmen. Überhaupt kein Problem. Das ist auch der Grund, warum der Ehre zum Beispiel empfohlen hat, dass wenn man eine Ernährungsumstellung machen will, dass es günstig ist, zuerst zu fasten. Weil daher fliegen nämlich jede Menge Parasiten raus, weil Fasten in der Lage ist, die zu dezimieren, also zu reduzieren. So, jetzt habe ich im Prinzip die Geschichte im Darm besprochen, was passiert, wenn das Darmgehirn manipuliert wird. Es ist aber auch so, dass wir Parasiten haben im Kopfgehirn, die, vielleicht habt ihr schon davon gehört, dass es Viren gibt, die Zellen beeinflussen, insbesondere halt Blutzellen zum Beispiel, und deren Genetik verändern, so dass die sich da drin vermehren können. Und es gibt noch andere Viren und andere Parasiten, die ebenfalls in der Lage sind, die Gene von Zellen so zu verändern, dass diese Zellen dann irgendetwas produzieren, was die gerne hätten. Und eins der Ziele, die sie verfolgen, ist, zum Beispiel, dass das Immunsystem entweder geschwächt wird oder manipuliert wird oder dass sie sozusagen unsichtbar werden, dass sie sich also verstecken können vor dem Immunsystem. Und einer dieser Faktoren, woran wir das dann als Menschen merken, das ist dann halt diese Müdigkeit, Niedergeschlagenheit, zum Beispiel auch Depression. Das ist das Ergebnis von irgendwelchen Neurotoxinen, von irgendwelchen Parasiten.